Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute fahren wir zu Ikea mit uns. Kleine Motte sitzt hier gerade im Hochstuhl. Und ich warte jetzt eben noch, bis mein Handy vollgeladen ist. Und dann wollen wir auch schon losdüsen. Es ist nämlich schon ja, gleich 10 Uhr. Und ich mache sowas immer gerne am Vormittag, weil dann schlägt die Kleine auch gleich hoffentlich im Auto. Und dann habe ich das schon mal abgehakt. Genau. ja, ich habe die Kleine, wie gesagt, auch schon fertig gemacht. Und ich bin auch schon fertig. Wickeltasche ist gepackt. Und eigentlich können wir direkt los. Aber wie gesagt, ich warte noch eben kurz. Ja, dann wollte ich gleich noch kurz zum Arzt düsen. Da fahre ich sowieso dran vorbei. Und muss neue Schilddrüsentabletten holen. Ich werde noch kurz 2 Pakete einpacken. Und die werde ich dann direkt mitnehmen und direkt auch noch wegbringen. Ja, habe ich das auch schon mal erledigt. Genau, die Kleine ist unzufrieden mit ihrem Spielzeug hier. Und genau, ich habe hier eine aufgerissene Lippe, falls sich da irgendjemand wundert. Ja, aber ich glaube, das war es erstmal, was ich euch sagen wollte. Wir fahren auf jeden Fall zu Ikea und eventuell noch zu H&M. Ich habe nämlich noch H&M-Gutschein. Dann fahren wir da auch nochmal zu H&M. Weil die Kleine hat jetzt heute auch schon komplett Größe 74 an. Also sie wächst einfach unglaublich schnell. Und 74 haben wir noch gar nicht so viel. Also Bodys und so haben wir genug. Aber ich bräuchte noch ein paar Hosen und Strampler und so. Oder keine Strampler, sondern so. Ne, auf jeden Fall ein paar Outfits. Genau, deswegen wollte ich da auch nochmal gucken, ob ich da irgendwas bei H&M finde. Und sonst eigentlich nichts. Meine Mutter sitzt hier in ihrem Hochstuhl und hat heute diese süße Jeans an. Das ist aber keine richtige Jeans, sondern das ist so eine ja, richtig schön weiche, lässige Jeans. Also eine Jogginghose, würde ich sagen. Weil ich finde, Babys sollten auch keine Jeans anziehen. Das ist ja viel zu unbequem. Die hier ist schön bequem, aber sieht trotzdem sehr, sehr stylisch aus. Und dazu einen grauen Body. Und der ist hier oben sogar so eine Schleife. Und ein Halstuch, was schon völlig vollgesabbert ist, mit ihrem Namen drauf. Genau. Und hier hat sie eben ihren Oberfröschchen, den liebt sie über alles und der ist hier wieder dran mit einer Schnullerkette, weil sie den immer runterschmeißt. Und so kann er eben nicht runterfallen und genau, das passt ganz gut. Ja, ist ja gut, mein Schatz. Ist ja gut, mein Schatz. Ja, sie ist einfach ein bisschen unzufrieden, weil der nicht so ganz in den Mund passt, wie er sein soll. Oder wie sie es gerne hätte. Naja, so. Hier ist gleich noch eine Jacke an, die habe ich ja auch schon zurechtgelegt. Und zwar diese hier gibt es gleich an. Aber erst, wenn wir da sind, weil im Auto braucht sie keine Jacke. Und unseren Wickelrucksack habe ich auch schon fertig gemacht. Ja, da kommt jetzt gleich die Jacke noch rein. Die kann ich jetzt eigentlich schon reinpacken, weil sie die, wie gesagt, nicht im Auto anbekommt. Und noch 2 Spucktücher brauchen wir. Und dann ist es auch schon fertig. Ja, hier ist mit jetzt. Ja, super. Boah, regt sie sich schon wieder auf? Und hier haben wir etwas Neues gekauft und zwar ein Spielbogen. Dieses Spucktuch können wir gleich mitnehmen, perfekt. Genau, weil eigentlich hatte sie ja den, aber das ist irgendwie nicht so ihr Fall. Und deswegen habe ich jetzt den gekauft. Wirklich bunter und knalliger geht's, glaube ich, gar nicht. Aber sie ist glücklich und das ist die Hauptsache. Die Chili gehört natürlich nicht dazu, das ist ihr ganz normales Spielzeug. Ich habe jetzt hier noch so ein Spielzeug von La Matze rangehangen. Hier sind nämlich überall noch so Haken, wo man einfach noch was festmachen kann. Dann haben wir hier so ein Zebra und hier ist noch so eine Schnecke. Hier habe ich auch noch einen Oval rangehängt, auch an eine Schnullerkette. Hier habe ich so eine komische Krake, die vibriert so ganz komisch. Richtig, ja, ganz komisch, aber ich finde das auch total toll. Hier liegt auch noch ein Oval, hier liegt auch noch so ein Rasselding und hier ist noch ein Löwe und dahinter ist auch noch ein Spiegel dran. Genau, und der macht halt eben auch ganz viel, oder ist aus, ganz viel Musik und leuchtet und ja, genau das, was sie total toll findet. Ja, und hier habe ich jetzt auch noch eine Spielkiste für sie vorbereitet, da habe ich jetzt alles drin, was irgendwie ein Spielzeug ist und die Trage habe ich da auch immer drin. Aber genau hier alles an ihrem Spielzeug, Kuscheltiere,
Habe ich jetzt hier erstmal drinne. So, mein Lieben, jetzt hat er sich geschafft. Ich bin im Auto, habe die Pakete noch schnell verpackt. Und ja, wenn das losdüsen zur Post. Und dann direkt zu Ikea und H&M. Ja, mal schauen, wie das Ganze so läuft. Wie gesagt, ich mag es überhaupt nicht, mit der kleinen Auto zu fahren, weil sie immer schreit beim Autofahren. Mal schauen, wie es ist, wenn sie doll schreit, drehen wir einfach wieder um, weil das möchte ich nicht dann. Sessel haben für Schlafzimmer, der ist so schön. Der würde so gut passen. Aber den kriege ich jetzt nicht mit. Dafür ist mein Auto zu klein. Lieben, ich habe gekauft Bilderrahmen, ganz viele, einmal in blau, rosa, grün, rosa, weiß, genau. Dann diese beiden Laternen für Schlafzimmer, ich finde die so schön. Ein Frühbeutel, Waschlappen und zwei Kissen. Das war der Einkauf. Dann können wir wieder heim. Baby wartet auch schon, Hotdog habe ich auch gerade schon gegessen. Must have bei Ikea. Dann geht's los. So, mein Lieben, und dann richte ich jetzt eben das Navi ein. Und dann fahren wir zu H&M. Los geht's. Da wollen wir jetzt hin. Los geht's. Meine Lieben, ich bin fertig. Ich stelle jetzt gerade noch hier die kleine Motte und dann geht es auch nach Hause. Ich habe noch einiges bei H&M gefunden, aber nicht so viel, nur ein paar Bodys und ein Oberteil für mich, weil ich bei H&M immer nur gerne im Sale kaufe. Ich finde das sonst immer viel zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Aber genau, die kleine Maus ist gerade fertig, wie ich sehe. Ihr seht es nicht, ich sehe das. Und ja, dann will ich jetzt schnell... Ja, erzähl mal was. Ich will jetzt schnell in den Maxi Cozy setzen und dann geht's ab nach Hause. Hallo, meine Lieben. Ja, es ist ein neuer Tag und wir sind gerade bei Felix zu Hause. Denn wir haben heute jetzt hier geschlafen. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet, weil das alles so stressig wurde. Genau, ich zeige euch nachher noch, was ich bei H&M gekauft habe. Es sind ein paar Sachen noch mitgekommen. Und jetzt haben wir, wie gesagt, die Nacht hier verbracht beim Papa. Nacht war... Ja, in Ordnung. Das ist ja klar, wenn es eine neue Umgebung ist, dass die Kleine nicht so gut schläft. Aber ich kann hier immer nicht schlafen. Also die Kleine hat, glaube ich, relativ gut geschlafen, aber ich habe einfach so schlecht geschlafen. Und genau, ich mache die Kleine jetzt fertig und dann werden wir kurz eben zu Rewe hüpfen und ein bisschen was zu frühstücken kaufen, weil dann kommt der Papa gleich von der Arbeit kurz und dann frühstücken wir eben noch schnell. Und dann fahren wir auch schon wieder nach Hause, denke ich.
Ja, bin nach Hause zu Opa. Genau. Ja, ich habe mich jetzt gerade schon angezogen. Ich habe dieselbe Jacke wie gestern an, ja. Ich habe mir aber ein anderes Shirt angezogen. So ein Still-Shirt habe ich mir diesmal angezogen. Und die Kleine ist auch komplett frisch gemacht. Und jetzt werde ich noch kurz die Sachen hier alle zusammenräumen. Und dann werden wir schnell zur Rewe hüpfen. Wie gesagt, ich fahre kurz mit dem Auto rüber. Ist zwar nicht so weit, aber fürs Tragetuch doch zu weit. Und deswegen fahren wir kurz mit dem Auto. Ja, mein Schatz. So, Mama, dir jetzt die Hose anziehen? Ja? Gut, und dann geht's ab zur Rewe. Okay, wir sind bei Rewe. Los geht das. Ich wollte euch noch eben zeigen, was ich alles bei H&M mitgenommen habe. Erstmal habe ich mir ein Shirt gekauft. Und zwar sieht das so aus. So. Genau, das ist eben so ein bisschen schulterfrei. Genau. Und sieht ganz süß aus. Hatte ich schon an. Und das war runtergesetzt auf 4 Euro. Da musste ich das mitnehmen für nächsten Sommer. Und dann natürlich noch was für die Kleinen, und zwar Bodies. Ich kaufe bei H&M irgendwie immer nur Bodies. Ja, also dieses Design hat mir einfach so schön gefallen. Das ist neu. Finde ich so unglaublich schön. Hier oben auch mit so einer kleinen Schleife. Und dieses Weinrot dazu oder Bordeauxrot fand ich einfach so unglaublich schön, dass ich dieses Set einfach zweimal mitgenommen habe. Einmal in Größe 80 und einmal in der Größe 86. Genau, und die waren ja hier bei 3 für 2 und kosten ja jeweils 10 Euro. Und dann habe ich noch als drittes, weil man hier 3 braucht, diesen hier mitgenommen. Der ist auch richtig süß hier mit den Tierchen drauf. Und der andere ist ganz normal beige. Und auch die sind in Größe 80, also jetzt auch die nächste Größe. Und da habe ich jetzt einmal ein bisschen aufgefüllt sozusagen. Die kommen jetzt auch direkt in die Wäsche, beziehungsweise der 86er kommt noch in die Kiste. Genau, das war's auch.